Hallo, der letzte Part wurde versehentlich vorzeitig beendet. Ich habe da auch eine Sprechblase hingemacht, denn meine Festplatte war auf einmal voll, da ich noch diverse Battlefield 3 Videos, die Rohdateien von Battlefield 3 Videos drauf habe oder hatte und die aber schon gerendert waren. Dann habe ich die einfach gelöscht und jetzt haben wir wieder genug Platz. Allerdings nur damit ihr Bescheid wisst. Aber das war ja nicht schlimm, ihr habt ja nichts Gutes mehr verpasst. Wie gesagt, daran denken, dass ihr die Kommentare schreibt und so. Man hört so eine Explosion und dann. Nom, Ja, ich bin auch fast tot. Es gefällt mir nicht. Auf einmal ist es Nacht. Ich habe eben aus Versehen nämlich Minecraft geschlossen. Wir haben ja jetzt eine Aufnahmesession, die bald schon wieder zu Ende ist. Und da ist Minecraft geschlossen und dann war hier auf einmal Nacht und ich bin gar nicht in Deckung gegangen, nicht auf den Server gekommen bin und dann gleich habe ich gleich die Aufnahme gestartet und dann noch alles komm mal hier ordentlich. hoch, du. Ja, warte kurz. Ich muss kurz hier erstmal ein paar Monsters töten. Komm mal hier hoch, du. Ein Moment bitte kurz, danke. Verdammte Kacki. Ich würde sagen, ich nehme mal gleich eine saftige Health Potion, denn ich habe nur noch anderthalb Herzen. Das saftet richtig. Da kommt ein Creeper an, pass auf. Habe ich gesehen schon. Und Parts. Oh, ich glaube, wir müssen da nochmal eine Erde-Abbau-Session machen. Oh, Session, 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 immer nur Session. Ja, aber das müssen wir jetzt nicht gleich sofort machen. Ich habe noch ein bisschen Erde auf Einfach Lager. Erde immer daher nehmen, wo man sie braucht, dann immer. Man, also, es ist auch so schon. Dann komm mal mit, ich will dir was zeigen und auch was fragen. Ups, ich habe kurz zu kurz geguckt. Komm mal mit. Komm mal mit. Ich komme doch. So. Also ich, ne, würde hier die beiden auch noch wegmachen. Aber ich habe die extra so klein gemacht. Nee, es ist so. Du bist dumm. Oh. Nein, Scherz. Dann kommen wir mit hoch. So, ich hab's gemacht. Mann, das hört ja gar nicht mehr auf. Ey. Ah, etta. Ja. So, jetzt ist noch die Frage, wie wir das hier machen. Toll. Eine Frage. Warum habe ich das gerade getan? Gute Frage. Gut. Ja, ich wollte halt. Hallo? Stellt sich einfach dahin, damit ich das nicht mehr machen kann. Ich wollte wissen, wie wir das jetzt hier oben machen wollen. Ja, keine Ahnung. Also eigentlich muss ja hier. Guck mal, man kann ja da oben gar nicht hin. Das ist ja ein Wachturm. Das heißt, da oben Nee, deswegen ja, aber. muss ja hier eigentlich noch so ein Ring rum. Würde ich mal sagen. Warte, ich demonstriere es mal ganz kurz. Ja! Wo man dann drauf steht, so mäßig. Und dann muss man da eine Treppe hoch oder eine Leiter. Muss ich gleich mal gucken. Entschuldigung. Du bist ja gerade so lang gesprungen. Das war nicht mit Absicht. Ich bin gar nicht gesprungen. Doch, du bist gesprungen. Ich bin gar nicht Halt, gesprungen. stopp! Nein, nein, jetzt red Ich ich. habe eine Idee. Ja. Gut, hast du Leiter? Ja, 16 Stück. Ja. Ich habe auch eine Idee. Auch mehr. Warum baust du dich jetzt hoch, anstatt dir die Leiter dran zu machen? Hä? Nee, so war das gar nicht gedacht. Wie denkst du das? Keine Ahnung. Ich dachte, so hast du das Wie wolltest gedacht. du das? Nee. Ey, das habe ich gemacht, das soll so. Okay. Hier sollen die Leitern ran. Aber das ist unsymmetrisch, das geht nicht. Mache, Junge. Oh. Igitt, man kann das gleich symmetrisch machen. Igitt, doch, kann man. Das mach jetzt. Das ist doch voll überflüssig. So ist das Kacke. Das ist 1A.
Sogar mit Schleife. Hohoho. Oh Mann. Was denn? Was ist denn daran jetzt schlimm an wie bei deinem? Antwortest du mir mal bitte jetzt? Nee, es ist schon okay. Oh, ich merke doch, dass da was nicht stimmt. Was ist los? Kannst mir alles sagen. Mach da nicht. Das denken Psychologen Ich bestimmt muss auch mal immer. kurz Mach da nicht. warten. Ich habe eine Idee und die muss jetzt umgesetzt werden, bevor ich wieder reden kann. Psychologie. Psychology. Oh, fast wäre ich runtergefallen da. Da war. Was? So, hier müssen überall Fackeln hin. Vorerst. Mann, da muss ein Block hin, ja. Oh, ich mache jetzt was und dann sterbe ich. Ja. Und Action. Suicide. Nein, ich sterb wirklich. Wenn du das sagst, dann erwartet man noch, dass es das passiert, ne? Also, ist ja klar. Mann. Was willst du denn? Jetzt komm doch mal, ich will dir das zeigen. Mann, ich war Level 8, ich wollte gar nicht sterben, das war nur ein Scherz, ich wollte in das Tiefere und dann habe ich es aber nicht geschafft und bin gestorben. Ich sammle mal kurz deine EP ein, ne? Nein, das wirst du nicht machen, sonst banne ich dich von allem. Ich weiß leider nicht, wo du hingeflogen. Ey. Ich muss kurz, das Oh. ist Sicherheitsmaßnahme, tut mir leid. Mann! Sicherheitsmaßnahme, tut mir leid, ich muss kurz meine Sachen einsammeln. Mann! Mann! So, jetzt kannst du wieder rauf. Mann! Mann, verdammte, jetzt habe ich die Hälfte von meinem Level verloren. Mann! Ja, okay. Hat sich schon so reingesteigert. Netter Junge. Mann! Okay, jetzt reicht's. Jetzt komm mal her hier. Ja, ich muss so drei Bäume pflanzen, ey. Komm jetzt! Kann man echt nur noch mit dem Kopf schütteln mit dem Bengel. Mit dem Bengel. Ah, das ist mir gerade eingefallen. Das ist ja perfekto, perfekto. Okay. Jetzt komm mal her, yeah. So, jetzt. Ah ne, ich muss doch gerade zwei Bäume pflanzen. Eins, zwei. Alligator, drei. 12. 12? Warum 12 jetzt? Das ist so. Ach, du und deine Zahlen immer, die du wirllos einfach so sagst. Ja, ich. Vor allen Dingen wirllos. Also, richtig. Super. Wirllos, das ist ja richtig genial. Genial. Ich Oh, ich bin wäre Genie. gerade fast Du nicht. runtergejumpt, Hm? Ich bin Genie, du nicht. Ja. Hä? Jetzt komm mal her hier und guck dir das hier an. Okay, dann nicht. Das Tja. finde ich gut. Allerdings muss hier in die Ecke ein Ja. Bücherregal. Oh. Bookshelf. Mach. Mist, jetzt weiß ich wieder, warum ich runter wollte. Toll, jetzt hast du die Sitze ja kennengelernt, deswegen hast du mich die ganze Zeit gerufen. Ich dachte, dass das groß ist. Ja, ich wollte dich auch noch fragen, was wir da oben noch machen wollen. Ja, das weiß ich eben auch nicht genau. Mann, was weißt du eigentlich? Ich weiß alles. Toll. Dann hast du ja gerade gelogen. Eins aber von den beiden Sachen, die du jetzt gesagt hast, müssen ja falsch sein. Nö. Doch, es kann ja nicht gleichzeitig sein, dass du das nicht weißt und dass du alles weißt, also. Denkst du? Ha. Soll ich nochmal Selbstmord machen? Ja! Nein, warum? Ich würde es gern probieren, aber es ist mir zu riskreich. Wenn ihr wollt, dass ich da nochmal versuche, da runter zu springen, schreibt es in die Kommentare.
Aber ich will eine ehrliche Antwort. Ich bin mir zu lebensmüde hier oben. Was willst du denn jetzt hier noch machen? Du bist blöd. Also erst muss ich eine Workbench hin, das ist eine Standardausstattung. Da wir vier Ecken haben, müssen auch vier Workbenches hier hin. Jetzt habe ich vier schon gemacht, du Mensch. Du Menschenkopf. Hier so hin. Mann, wie viele Workbenches willst du denn machen? Ja, vier Stück in jeder Ecke, aber du hast dann auch noch welche gemacht. Vier Stück in jeder Ecke. Mann, jetzt hör doch mal auf. Oh. So. Warum willst du denn vier Workbenches machen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Na und du hast, ihr wolltest ja auch zwei hinmachen. Ja, weil du immer willst, dass alles symmetrisch ist. Ich wollte, für mich würde auch eine in einer Ecke vollkommen reichen. Symmetron. Und jetzt gib mir mal meine beiden Workbenches wieder. Das baue sie dir doch ab. Ja. Okay, 1, 2, 3. Gut. So, und jetzt, da kommt man nämlich hier raus, kann da Sachen craften, da kann man sich zum Beispiel einen Pfeil und Bogen herstellen. Und dann sind hier noch Bücherregale. Mach mal hier rechts und links zwei Stone Slabs daneben. Das sieht, glaube ich, ganz gut aus, wie so eine Art Arbeitsplatte. Und in der Ecke auch immer noch welche. Und da in die Mitte kommen Öfen. Ich glaube, das sieht ja gut aus. Also dazwischen, weißt du? Also Pflastersteine damit. Ja. Ich habe gerade schon wieder eine Schiefung bekommen, ey. Das ist lächerlich. Genau. Und dann? Guck, die Leute, die hier das hier bewachen, die können dann nämlich auch was essen. Mann, das sind meine. Hallo, ich werf da Glied von hin. Du gehst einfach hin und damit das kurz ein. Sind ja nur sechs. Ja, die Gegend hier ist schon schön. Hier so, da. Und dann hier dieser Arm. Das sieht eigentlich schon ziemlich toll aus. So nicht. Ey, Jet. So, und dann sitzt man hier und glotzt die Welt an. Ja. Gut, und hier rechts und links lässt man frei, damit man hier noch so ein bisschen gucken kann. Jawohl. Ja, das kann man so... Was ist denn jetzt überhaupt mit dem Timer passiert? Der geht gleich los. Achso, ich dachte schon. Oh, das will ich nicht nochmal machen, du. Aber Bücherregale kann man hier oben, glaube ich, auch noch reinbringen. Aber zwar nicht ja, so viel. Ja, ich wollte ja sowieso eigentlich Bücherregale hier hin machen, aber willst ja nicht hin machen. Hier in die Ecken könnte man jeweils einzeln machen, finde ich. Ja, dass die Wachen lesen können. Ja. Müsste ich auch beschäftigen hier oben. Ein bisschen. Ja. Obwohl, wenn sie lesen, dann können sie nicht auf die Welt aufpassen. Ja, aber das ist so. Also, ja. Das ist doch, du kannst ja nicht die ganze Zeit hochkonzentriert in die Welt gucken. Und 8 Stunden am Tag einfach nur gucken. Ja, aber hier sind ja auch immer zwei. Deswegen sind ja auch zwei Öfen. Zwei Workbenches. Ja. Zwei Bücherregale. Ja. Zwei Arbeitsplätze. Und hier unten sind die Ersatz, ist das Ersatzpersonal. Okay. Und hier... Betten müssen hier eigentlich auch noch hin. Betten? Oder unten müssen Betten hin. Betten? Ja, Betten. Hast du Betten? Ich hab Betten. Wo? Ah, hier könnten die Betten hin. Erst müssen wir jetzt nach Hause in die Betten. Hm. Und dann beenden wir den Part im Bett. Schnell. Ich darf nämlich nicht den Part zu lange überziehen, weil sonst ist meine Festplatte voll. Das ist voll nervig. Okay. Aber eigentlich, nicht, dass ich denke, meine Festplatte ist ultra klein, aber... Jetzt sind auch noch andere, viele andere Videos drauf. Und gerade deswegen... Ah, der Timer, ne? Ich hab ihn gehört. Ist immer so ein bisschen problematisch. Also, ich sprinte jetzt einfach schnell ins Bett. Ich bin jetzt extra durch das Hinterfenster in mein Haus eingebrochen, um schneller zu schlafen. Okay, also ich wünsche dir was Feines, was Handfestes, ohne viel Schnickschnack. Bis zum nächsten Part und ciao! Ciao!